Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Christian und immer wieder höre ich von Menschen, dass sie nicht erfolgreich sein können oder dass bestimmte Dinge im Leben einfach nicht möglich sind, weil die Voraussetzungen einfach nicht die richtigen sind. Sehr oft spricht aus diesen Menschen auch der Neid, wenn sie Dinge sagen wie zum Beispiel, der oder die ist nur erfolgreich, weil er die besseren Voraussetzungen hat. Mit diesem Video möchte ich dir beweisen, dass aber Erfolg meistens nichts mit Voraussetzungen zu tun hat. Bleibt dran, wir sehen uns nach dem Intro. Ja, Erfolg hat meiner Meinung nach fast nie etwas mit sogenannten Voraussetzungen zu tun. Ich möchte mit dir heute über den Lebensweg von zwei Frauen sprechen, um dir zu zeigen, wie unterschiedlich sich zwei Schicksale entwickeln können, obwohl die Voraussetzungen eigentlich fast die gleichen sind. Die erste Frau, über die ich mit dir reden möchte, die wurde im Jahr 1956 in den USA geboren. Ihre Eltern, die haben sich schon vor ihrer Geburt scheiden lassen und im Alter von 4 Jahren wurde diese Frau von ihrer Mutter weggegeben. Sie ist daraufhin bei ihren Großeltern aufgewachsen. Bereits im Kindesalter ist diese Frau von einem Verwandten leider vergewaltigt worden und im Alter von 15 Jahren ist diese Frau Mutter eines Kindes geworden, das jedoch nach der Geburt zur Adoption freigegeben werden musste. Die zweite Frau, die ich dir vorstellen möchte, die wurde im Jahr 1954, also ungefähr zur gleichen Zeit, ebenfalls in den USA geboren. Auch sie wurde von ihren Eltern weggegeben und auch sie ist bei ihren Großeltern aufgewachsen. Auch diese Frau ist leider schon im Kindesalter von einem Verwandten vergewaltigt worden. Und auch diese Frau ist im Alter von 15 Jahren Mutter geworden eines Kindes, das aber leider kurz nach der Geburt verstorben ist. Später wurde diese Frau noch von ihrem Onkel vergewaltigt und sie hat noch eine Fehlgeburt erlitten. Was sagst du zu diesen beiden Lebensläufen, zu diesen beiden Schicksalsschlägen? Beides eigentlich wirklich Schicksalsschläge mit einer sehr tragischen Vergangenheit, oder? Was glaubst du, was aus diesen beiden Frauen geworden ist? Nun, die erste Frau, die ich dir vorgestellt habe, die ist heute leider nicht mehr am Leben. Es handelt sich um die Serienmörderin Eileen Wollners. Sie hat 7 Männer umgebracht und sie ist dafür im Jahre 2002 vom Staate Florida hingerichtet worden. Und jetzt wirst du dir vielleicht denken, schlimme Geschichte, aber was hätte denn sonst aus dieser Frau werden sollen als eine Kriminelle? Dann bitte sieh dir an, was aus der zweiten Frau geworden ist. Die zweite Frau, über die wir geredet haben, die hatte bis zum Jahre 2011 eine sehr erfolgreiche TV-Show. Heute ist sie Inhaberin eines Produktionsunternehmens, das unzählige amerikanische Fernsehformate produziert. Sie ist die erste Afroamerikanerin, die zur Milliardärin wurde. Ihr Vermögen wird auf ungefähr 2,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und das ermöglicht es ihr heute, weltweite Hilfsprogramme zu unterstützen, die Frauen und Mädchen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben, eben unterstützt. Vielleicht hast du es schon erraten, es handelt sich um die berühmte Oprah Winfrey. Wie kann es sein, dass sich zwei eigentlich gleiche Schicksale so unterschiedlich entwickeln? War es bei der Eileen Wollners Pech und bei der Oprah Winfrey einfach Glück? Ganz ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Kann es nicht viel eher sein, dass die Oprah Winfrey in ihre negative Vergangenheit viel mehr als Herausforderung gesehen hat? Ist es nicht viel eher möglich, dass die Oprah Winfrey genau in ihrer negativen Vergangenheit einen Sinn gefunden hat? Nämlich diesen Sinn, heute Mädchen und Frauen zu unterstützen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Erinnere dich dazu an mein Video von Sinn zurück, ich habe es dir unten in der Beschreibung noch einmal verlinkt. Also vielleicht war es für Oprah Winfrey sogar notwendig, einen Sinn in ihrer Vergangenheit zu finden. Vielleicht wäre sie ansonsten an ihrem Schicksal zerbrochen.
Auf jeden Fall bin ich davon überzeugt, dass die Oprah Winfrey Verantwortung übernommen hat. Bitte nicht Verantwortung für das, was ihr Schlimmes passiert ist, sondern für das, wie sie damit umgegangen ist und was sie daraus gemacht hat. Wir brauchen bitte nicht darüber diskutieren, dass Oprah Winfrey Opfer von abscheulichen Taten war, für die es absolut keine Worte gibt. Die Oprah Winfrey ist aber nicht in eine Opferrolle geschlüpft. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, Opfer zu sein oder in eine Opferrolle zu schlüpfen. Die Oprah Winfrey, die hat es nämlich offensichtlich verstanden, dass nichts und niemand diese Taten wieder gut machen kann. Und sie hat es offensichtlich auch verstanden, dass ihre Vergangenheit nichts mit ihrer Zukunft zu tun hat. Und dass diese schlechten Voraussetzungen, die sie hatte, und die hatte sie offensichtlich wirklich, ja, dass die nichts mit ihrer Zukunft zu tun haben und nichts damit zu tun haben, ob sie Erfolg haben kann oder nicht. Also sie hat ihre Vergangenheit nicht als Ausrede genommen, weil damit sie nicht erfolgreich sein kann. Und dass eben nichts für sie möglich ist. Weil wie du an ihrem Lebenslauf erkennen kannst, war für sie sogar sehr, sehr viel möglich. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video und an diesen zwei bekannten Beispielen zeigen konnte, dass es im Leben eben meistens nicht um diese sogenannten Voraussetzungen geht. Ich gebe zu, natürlich im Leben, manchmal braucht man ein bisschen Glück, aber trotzdem hast du im Großen und Ganzen dein Leben selbst und alleine in der Hand. Und ich wünsche dir, dass du genau das verstehst, weil wenn du das verstehst, dann ist das der erste Schritt für Erfolg im Leben. Und genau das wünsche ich dir. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm bitte einen Daumen nach oben. Schreib mir gern deine Meinung, deine Fragen unten in die Kommentare. Ich versuche deine Fragen natürlich wie immer so schnell wie möglich zu beantworten. Ganz, ganz wichtig, abonniere bitte diesen Kanal, damit du immer wieder über neue Videos informiert wirst. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao, dein Christian.